Ja, blendet als erstes ruhig erstmal dieses Paket hier aus, auch die Zeile rund um Epsilon, sondern grundsätzlich erstmal, wann haben wir eine Zahl als Grenzwert einer Zahlenfolge? Die Zahlenfolge, die ich hier habe, ist an gleich 1 plus 1 durch n. Nehmen wir erstmal eine Tabelle. Ich habe bei 1 angefangen einzusetzen, 2, 3, 4, 5. Das könntet ihr jetzt den ganzen Tag so weitermachen. Ihr kriegt dann entsprechende Werte raus. Wie ihr hier seht, ist vielleicht schon eine Tendenz zu erkennen. 2, 1,5, 1,3, 1,25, 1,2, 1,01. Hier vorne ändert sich offensichtlich nichts mehr. Das, was dahinter steht, wird immer kleiner. Also vielleicht mal die Vermutung, hier wird irgendwann nur noch irgendwas mit 1 immer rauskommen. Nehmen wir dazu die entsprechende Skizze. Wir haben hier unten auf der x-Achse haben wir die Werte für n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingesetzt und auf der y-Achse entsprechend die Werte an, die dann rauskommen, wenn ich für n eingesetzt habe. Und ich denke mal, hier ist es noch anschaulicher zu erkennen, dass offensichtlich diese Zahlenfolge irgendwie sich einpendelt bei dem Wert g gleich 1. Also die Vermutung, wir haben bei 1 den Grenzwert. Und jetzt sind viele glücklich und zufrieden eigentlich damit, mit der Schreibweise, wir haben eine Zahl als Grenzwert, wenn wir Limes n gegen plus unendlich, in meinem Falle jetzt plus unendlich, also eine immer größer werdende Zahl einsetzen. Das geht natürlich auch für minus unendlich. In der Zahlenfolge entsprechend für n eine immer größer werdende Zahl eingesetzt und der Taschenrechner sagt euch dann irgendwann 1,000001 und man kann dann sagen, ja, wir haben einen Grenzwert bei 1. Per Definition ist es so, dass dann gilt, die Zahlenfolge minus dem Grenzwert ist im Betrag kleiner als Epsilon. Frei übersetzt, ihr setzt immer größere Werte für n ein. Und wenn ihr dann von der Zahlenfolge eingesetzt n den Grenzwert abzieht, dann wird Epsilon immer kleiner. Wenn ihr jetzt mal hier schaut, wir haben den Grenzwert 1. Ziehen diesen Grenzwert immer von dem entsprechenden ausgerechneten Wert ab. 2 minus 1 ist 1, 1,5 minus 1 ist 0,5. Entsprechend jeweils immer von an den Grenzwert abgezogen, wie ihr hier seht, wird Epsilon immer kleiner, bis Epsilon eigentlich irgendwann 0 ist. Anschaulich kann man sagen, von g aus haben wir eine Epsilon-Umgebung sozusagen. Warum einmal nach plus, also von 1 aus gesehen nach plus und einmal nach minus runter weg? Wenn wir Betrag an minus g umschreiben, können wir entweder schreiben an minus g kleiner Epsilon oder aufgrund der Betragsstriche minus mal in Klammern an minus g. Multipliziert ihr jetzt hier aus minus an plus g und stellt entsprechend nach an um, dann kommt raus, g minus Epsilon ist kleiner an. Wenn ihr die beiden hier zusammenfasst, dann gilt, an liegt zwischen g minus Epsilon und g plus Epsilon. Also haben wir hier die Epsilon-Umgebung und je weiter ich fortschreite mit den Werten für n, ihr seht, was mit der Zahlenfolge passiert, die Werte, die rauskommen, pendeln sich immer näher hier an 1 an und diese Epsilon-Umgebung nach Plus und Minus Epsilon wird im Prinzip immer kleiner, bis wir irgendwann bei 1 sind.